Der letzte Part vor der Liga. So haben wir ihn angekündigt beim letzten Mal und deswegen machen wir das heute bei Pokémon Schwarz und Weiß. Oh yeah! So, Link. Und ab ins Encounter, denn bei meinem wackelnden das Gras ist... Will ich haben! Meins ist... Bitte sei weiblich. Yes! Was ist das bei dir? Das ist ein Gleitstein gewesen, das wird jetzt nicht sein müssen. Ich hab Magnezone. Oh... Geil. Bitte fang was Gutes. Okay, jetzt muss ich mir... Wir müssen unser gesamtes Mojo auf diesen Encounter legen, Leute. Das wäre so ein Pokémon, was so unglaublich geil wäre. Ja, Magnezone ist der coolste Pokémon überhaupt. Die Frage ist, wie schwächig ist es jetzt? Lon. Lalalalalalalala. Wir haben nämlich noch was übersehen, auf der anderen Seite. Mhm. Wir müssen nur noch nach Nevajo dann. Jo. Ich hau einfach Stärke drauf zum Schwächen. Hast du ein Pokémon dabei? Weißt du, ob du eins dabei hast? Also, ich hab keins, deswegen hast du eins? Ja. Oh, bitte, 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 yes! Was hast Wie du? Wie geil! Zorua! Zorua und Magnezone. Das klingt geil. Wie episch ist das bitte? Ich hab noch nie... Oh, also auch wieder so ein Pokémon, ich noch nie benutzt habe in der Challenge. Oder generell im Let's Play. Hab ich irgendeinen coolen Ball für Magnezone? Traue mich nicht, ist zu schwäche. Ich meine, ich kann bestimmt Schattenstoß machen mit Barnett, das wird's ja wohl nicht killen, hoffe ich. Ansonsten werfe ich einen Ball drauf. Ich werfe einfach einen Ball. Und es scheint eine hohe Fall gerade zu haben, denn... Nein, dreimal wackeln. Doch nie. Okay, Magnezone ist drin. Meinst du, Zorua auf Level 29 überlebt einen Schattenstoß von einem Barnett auf Level 46? Ich habe Angst. Weil er wird resistet. Aber Barnett hat einen guten Angriff. Ich glaube wirklich, es wird uns überleben, aber ich traue mich nicht. Ich werfe lieber Ball. Das ist halt unser letzter, das ist wirklich unser letzter Encounter jetzt vor der Liga, glaube ich, oder? Ja. Name für Magnezone? Was für Magnezone? Ah, das muss irgendwas mega episches sein. Wär's denn mit... Nenn es Samus. Okay. Sieht aus wie ihr Raumschiff, ne? Genau, deswegen dachte ich da gerade dran. Ich könnte es mit Irrlicht verbrennen. Da hast du zwar einen Timer drauf, aber... Aber die Chance ist halt deutlich, ich verbrenne es. Achso, okay. Hat sich verbrennt, es hat Rad vor Höhle eingesetzt. Dann einfach weiter Bälle drauf erstmal. Irgendein, der besser ist? Ne, ich glaube, Hyperball ist schon das Beste, was ich machen kann. Und jetzt so warten, bis was für Höhne ausläuft. Hm. Ich hab schon einen guten Namen für dein Zorua. Yes, Zorua ist drin. Geil. Richtig. Das ist ein nices, richtig geiles Team. Oh ja, es übertölpelt andere, indem es verschiedene Gestalten annimmt. Angeblich tarnt es sich oft als wortkarges Kind. So, hab ich noch Schutz? Janus. Janus, okay. Ich dachte schon, das kommt. Wegen dem Janus-Gesicht, das so zwei Gesichter quasi hat. Ja. Einfach nur so Interesse. Was wäre hier in dieser Wasserblase drin? Weißt du, was übrigens lustig ist? Also, ein Illumise. J-A-N-U-S, ne? Ja. Okay. Das Lustige ist, ich habe ja Panferno im Team aktuell. Mhm. Und Panferno war, also so um der gute Mifi und ich haben immer sehr, sehr gerne in der 5. Gen Panferno und Zorua zusammengespielt. Mhm. Weil sich Zorua perfekt als Panferno tarnen kann, weil du das halt nicht sofort entdecken kannst, weil die ähnliche Attacken scheren, wie zum Beispiel die Feuerattacken. Hm, das ist gut. Also ob du jetzt auch den NPC damit verarschen kannst, ist eine andere Frage, aber... Ich fürchte schon fast, der sagt ja so, oh nö, tut mir leid. Wir sehen leider sofort, dass das ein Zorua ist. Na gut, dann surfen wir hier mal den Stromschnellen entlang und gucken, ob ich da irgendwie zu den Trainern komme. Also ich bin jetzt wieder am Anfang bei dem Angler, glaube ich, rausgekommen, ja. Na, ich... Sag mal, kannst du mich mal bitte endlich mal sehen? Meine Güte. Weil ich glaube, wir kommen hier links an dem Schwimmer noch irgendwie so ganz knapp dran vorbeigeschummelt zurück zum Land, wo noch ein paar Sachen liegen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, wieder ganz zurück, leider. Mhm. Ich guck mal, ob ich mich irgendwie durchmogeln kann. Ih, das Ding hat ja Nitro-Ladung. Ja?
Zebritz. Nicht, dass es damit. Das wird doch noch, Jan. Nicht, dass es damit Schaden machen könnte an meine Eistüte, aber trotzdem. Die Eistüte ist einfach zu OP. Ja, das stimmt. Oh, hallo Raichu. So. Ich würde aber tatsächlich sagen, so Zora, es war auch wieder eine Glaskanone. Mann. Mm. Aber. Es hat Potenzial. Wäre ein Kandidat für mich. Der Magnesohn sowieso. Das Problem ist, ich habe einfach schon. Ich habe so viele Unlicht-Pokémon im Team. Zwei. Aber. Zu viel. Viel. Ach, hier unten war ich ja noch gar nicht mit dem Stärkefelsen. Ja, gut, okay, das erklärt einiges. Bei der Backpackerin nach unten einfach. Ja, da ist nur ein Item. Ach so. Hm. Und dann kommt die erste mit Magneton an. Magnet oder Magnetzone bei dir? Was ich cooler finde? Ja. Magneton. Aber ich mag Magnetzone auch sehr gerne. Sind beide cool. So, aber Magneton ist halt eins meiner absolut, wirklich absolut nicht so. Ist in meinen Top 5. Tatsächlich. Ui. Magneton. Von allen Pokémon aller Zeiten. Warum? Weiß ich nicht. Ich liebe es einfach. Das ist einfach so ein typisches Prinzip. Ich mag es einfach. Ich kann es nicht erklären. Ich mag es einfach richtig. Es hat halt alles. Es ist Sympathie. Es hat eine geile Typen-Kombo. Es ist super stark vom speziellen Angriff. Mhm. Hat mir immer zuverlässig zur Seite gestanden. Das ist doch cool. Und es hat Robustheit. Genau. Oder es hat einfach nur gute Fähigkeiten vor allem. Alle drei sind gut. Was waren denn die anderen noch? Analyse und Magnetfalle. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich an diese Items kommen soll. Auf der Insel? Ja, also wie gesagt, die liegen... Also die auf also der Insel musst du bei den Stromschnellen weiter rechts an dem Labor entlang dich vorbeihuschen und dann dahin kommen. Also ich bin jetzt quasi wieder am Anfang auf Route 17. Muss ich dann die oberen Stromschnellen nehmen? Nee, du musst oben zum Labor zurück. Und von dort aus dann. Also wo wir eben Zora gefangen haben. Genau. Okay. Also Gott ist echt mein Elektro-Counter schlechthin. So, und dann muss ich hier... Okay, ich bin nicht beim Labor. Und jetzt muss ich mich an den Stromschnellen vorbei cheaten. Genau, sodass du einmal zu dem einen Schwimmer da kommst, der da unten ist. Und dann siehst du eventuell unter dem Schwimmer zwischen zwei Stromschnellen so einen Streifen Wasser, an dem du entlang surfen kannst. Wo die Schwimmerin ist? Genau. Ah, okay. Und an der musst du vorbei... Und dann weiter nach links, dann kommst du zur Insel. Alles klar. Wie heißt der Typ? Yevgeni? Yevgeni. Alles klar. Gegen Frustedje. So, und ich bin jetzt wieder an der Insel. Ich gucke mich hier so ein bisschen, ob ich hier noch irgendwie was finde. Bis du auch hier hinkommst. Okay. Wer war das? Donkey Kong. Ich habe einen Sternstaub gefunden. Warum? Könnt ihr bitte aufhören, Claire immer zu kritten? Jeder Angriff das gefühlt. Das finde ich nicht so geil. Das ist eine versteckte Fähigkeit irgendwie, wird immer gekrittet. Der Crit-Magnet. Crit-Magnet. Erhöht Angriff stark, dauerhaft, aber dafür kriegst du immer nur Crits ab. Ich habe jetzt schon wieder Angst, ne, vor diesem Stiebel. Auswechseln. Moment, hier ist irgendwo noch ein verstecktes Item. Ich habe eine alte Statue im Sand gefunden. Aber hier im Sand liegen doch so ein paar Items versteckt. Level 45 für Claire. Für 46 meine ich. Ich habe bisher 45 mit allem und 46 mit Gott. Das klingt großartig. So, prüfen wir uns mal mit dieser Kämpferin hier. Ach da, den Spalt meintest du. Mhm. Okay. Ich dachte, du meintest so an, wie bei Oras, am Rand des Felses quasi entlang. Diesen kleinen Stückchen da. So. Weil jetzt, wo ich es sehe, Skantank kann Flammenwurf von selbst lernen, ne? Ja. Na gut, ist eh nicht dazu gekommen, es wurde gevolltreffert. Gevolltreffert klingt so blöd, Kritik klingt viel besser. Die sind ja eh deutlich unter unserem Level, muss man nochmal dazu sagen. Mhm. Ja gut, wenn du bedenkst, du hättest hier vor der 7. Arena schon hingehen können. Aber wir hatten einfach keinen Bock. Yo. Okay, die war Angst, kein Problem. Ich habe Angst, die Eisstrahlkarte, ich wechsle lieber aus. So. Denn mein Pate war gerade draußen. Oh, das wäre nicht so geil. So, liegt hier noch was? Da geht's nochmal hoch. Ich
mag die Animation von Verhöhner übrigens. Ich mochte die schon immer. Hm. So, komm her, willst du was? Da oben liegt wieder eine TM. Bitte? Da oben lag wieder eine TM. Eine schlechte, scheinbar. Ultraschall. Nice. Ich springe einfach wieder in diese Wasserblase und gucke, was mich hier anspringt. Warum kommen die eigentlich schon wieder mit Stibuda an, was so stark gegen mich ist? Das hätte dir, glaube ich, gefallen. Was denn? Hier wären Kapilz in der Wasserblase. Aber leider haben wir auf der Route ja schon was geholt, aber... Naja. Ja, der Zonk war das, oder? Nee. Blanas und Flapdrex auf der Route. Flapdrex, okay. Ich glaube aber, sonst haben wir hier alles jetzt. Da war sonst nichts weiter, nee. Ist da noch, sind da noch Trainer dann eigentlich gleich nach dieser Schwimmerin? Eine Kämpferin noch. Jetzt werden wir mal kurz nochmal das Team neu umordnen. So, während du da weiterkämpfst, gucke ich mir so ein bisschen um, wo wir im Winter jetzt noch ein paar Sachen holen können. Ich habe Schutz gefunden, Jan. Im Sand? Unten, also in dem, das Item ja im Sand. Oben im Sand findest du auch zwei versteckte Items noch. Oben im Sand? Also da kurz vor der Kämpferin. So, war hier noch was? Das schauen wir doch mal. Ich habe im Sand einen Nassbrocken und eine alte Statue gefunden. Energiestaub. Okay. Ja, gut. Hier war auch nichts. Dann. Und Pudersand. Das passt ja sogar irgendwie. Ja, gut. Also, du hast einfach Sand aufgehoben. Ja. So, gut. Dieses Sand. Diesen Sand könnte ich mitnehmen. Der macht sicher meine Dingensattacken, meine Bodenattacken stärker. Genau. Ah, guck mal. Und jetzt das ist doch hier... gut. Wenn ich bedenke, dass wir jetzt schon wieder 12 Minuten da sind, war es doch gut, dass wir ein extra Part dafür. Ja. Aufgebaut haben. Wieso kommt. Kann ich auch mal bitte mit der Pate kämpfen? Immer kommt irgendwas, was sehr effektiv ist. Achso, da kann man runter. Und einen Heilball habe ich auch noch in Nevaio gefunden. So, Son Goku muss wieder klären, Jan. Oh. Na, gut, dass du ein Team hast, ne? Mhm. Ich habe ein Modul gefunden schon wieder. Ein Modul? Blitzmodul. Bin so gespannt, wer das am Ende gewinnt. Ja. So, ich gucke währenddessen, wie gesagt, noch ein bisschen weiter rum. Vielleicht ist hier irgendwo noch was in... Also ich habe jetzt schon mal 3 Items in Nevaio gefunden. Ist ja auch schon einiges. Ist ja auch ordentlich zugeschneit hier. So, die Kämpferin ist jetzt down. Vielleicht hast du ja etwas mehr Glück mit der TM da oben. So. Das ist doch alles, was es hier gibt, ne? Ja. Ah, okay. Da ist noch ein verstecktes Item. Ich habe Safari-Ball nochmal gefunden. Kein Schutz an. Direkt gepunished. Wow, Doppel-Pilipa. Yo, ich habe ein Glücksei gefunden. Merkwürdig aus. Glücksei, sehr gut. Haben wir nicht schon eins? Ja. Und ein Wasserstein. Alter, wie viele versteckte Items liegen hier bitte rum? Wo bist du denn gerade? Nevaio, wo alles jetzt zugeschneit ist. Da liegt 1000 Sachen rum und ein Haus, zu dem man sonst nicht hinkommt. Ich habe TM Steinhagel. Ui. Das ist geil. Das ist ziemlich cool. Allerdings, da das Eisstrahl ist, wird das wahrscheinlich nur Along lernen können und Mewtwo. Hello, I'm a Mitglied of Team Rocket. A long time ago, Team Rocket verschwand without a Spur. Abducted by myself. Oh no, what soll ich denn now machen? Also ich machen gegangen back in my country to make my eigen Team Rocket. But ich treffe love of my life und now ich bin married. Mein happy family life ist die coolste Ding von die ganze Welt. Wo ist der Typ denn? In Nevaio findest du den. Den ollen Team Rocket Guy hier. Super schöner Text. So, finde ich hier noch irgendwas? Achso, es ist auch zugefroren hier, der ganze See und so. Ja, ich muss jetzt erstmal wieder den ganzen Weg zurücklatschen, weil ich keine Fliegen habe. Naja, aber ansonsten. Wenn das uns jetzt hier entlang kommt. Ich glaube. Das war es ansonsten an Sachen, die wir noch machen können. Oh, ich habe hier noch ein Item übersehen. HP Plus, okay. Warum auch nicht? So, da ist sonst nichts. Panaero ist so. Nichts im Schnee.
könntest auch zu Wendelberg jetzt gehen. Stimmt. Im Wendelberg ist noch ein bisschen was mit Schnee. Da laufe ich auch eben mal kurz hin. Ich muss dringend neuen Schutz kaufen, Leute. Ich habe gerade den letzten verbraucht. Hilfe! Vor allem, wenn du in Wendelberg reingehen willst. Hier übrigens waren Schwarz-Weiß damals der beste Ort, den du e.V. für Inne trainieren möchtest. Oder physische Angreifer generell. Wo bist du gerade? Da war der, wo man zu der Schwimmroute. Ah, ja. Weil da waren immer Barschuf, die zwei Init gegeben haben. Und im hohen Gras waren dann Iro, Zurokex und Kukbada, die Angriff gegeben haben, glaube ich, oder? Mhm. Ich erinnere mich. War da auch Init gegeben? Keine Ahnung, jedenfalls physischer Attacker. Sehr, sehr gut war das da. Ja. Jan und ich wohnten da eine Zeit lang quasi. Sehr, sehr lange Zeit. So, ah, da habe ich wieder verstecktes Item. Eine Spezialität. Okay, was haben wir noch so hier? So. Nein, doch nicht 21. Ich hätte fast 21 Superschutz gekauft. Was ist denn da los? Nee. Das geht niemals. Ja immer 20. Schenken? Nee, du willst mir nichts schenken. Also in 10er oder 5er Schritten. So. Okay, ich guck mal ganz kurz. Janus ist ernst. Passt das zu ihm? Da noch irgendwas? Also, wenn ich so gucke, was wir noch so gefangen haben, ich glaube, unser Team wird erstmal schön umgekrempelt. Ja, oder? Also ein paar schöne Sachen haben wir auf jeden Fall. Mit wem ist doch mal Rabigator verknüpft? Miltank. Weil ganz ehrlich, ich würde Rabigator gerne rausnehmen. Das ist mir... Ey, es klingt doof, aber es ist mir einfach... Es macht zu wenig Schaden. Ich glaube, damit kann ich gut leben. Auf Miltank kann ich, glaube ich, somit noch am ehesten verzichten. So, aber wie gesagt, wir schauen das mal am Ende des nächsten Parts. Also am Ende dieses Parts, meine ich. Ja. So, jetzt bin ich in Nevaio, du bist mir wieder 100 Schritte voraus. Wo also Nevaio genau links bei dem, wo die Leute rumtanzen, ist ein Item und ein verstecktes Item und ein bisschen weiter oben ist noch ein anderes Item auf der Route. Ein bisschen weiter oben? Ja. Was ist denn in dem Haus da drin? Oder in dem Haus da kann man sowieso auch so. Ja, ist nichts Besonderes. Ist das ja noch ein Ort, wo wir noch gar nicht waren? Moment. Müssen wir uns mal ein bisschen umschauen, weil ich glaube, da sehe ich noch einen Trainer, den wir noch gar nicht bekämpft haben. Guck nicht in meine Richtung, guck nicht in meine Richtung. Guck jetzt bitte weg, guck jetzt bitte weg. Ich sag dir, guck weg. Da will ich halt wieder zurückgehen und dann guckt er doch in meine Richtung. Lichtlinien gefunden. Also ich habe jetzt drei Items links gefunden, das ist richtig, ne? Ja, und drei Items findest du, wenn du rechts runter, also rechts über die Brücke bei der Stadt gehst und dann runter über Schnee. Rechts über die Brücke und dann runter, sagst du. Genau, da ist ja noch ein anderes Haus. Und ein bisschen links davon kannst du auch dann über den Schnee laufen. Ich habe hier nebenbei den Astrainer Fred gefunden. Den Astrainer Fred? Ich hoffe, er ist der Beste. Ob er auch so einen Fred in seinem Team hat? Muss er. Piondrage mit Akupressur. Spezialangriff steigt stark. Ja gut, das ist das Nutzloseste von allen. Also, oh, ich habe einen Machtgurt gefunden. Schön. Boah. Also zwei Items am Ende der Brücke, hast du gesagt? Drei versteckte Items da unten. In dem Schnee. Wie komme ich denn jetzt zu dem Haus? Da. Wie gesagt, im Haus ist nur dieser alte Team Rocket-Typ. Das war nur das, was ich vorgelesen habe. Also nichts, der gibt dir nichts? Nein. Ansonsten kannst du jetzt auch in den Wendelberg hinterherlaufen und kommen. Auch durch Nevaio durch, da kommt man gut raus und da findet man auch wieder massenweise Items. Okay, wir müssen dann nochmal schauen, wie wir, auf welches Level wir trainieren. Ah Gott, wo muss ich denn jetzt hier nochmal raus? Verwirrung pur. Na, von Nevaio aus nach unten. Ja, ich bin im Wendelberg, aber oben so, jetzt oder unten oben. Gang? Oben. Unten ist zu, weil das quasi der Weg dazu geschneit ist. So, da ist noch ein Item. Ach, ich erwarte einfach keine guten TMs mehr. Nein. Was ist es denn? Heilwoge. Ich glaube, damit habe ich hier schon alles oder kommt noch was? Wo bist du jetzt lang gegangen? Einmal so quasi im Uhrzeigersinn, so links hoch, dass dann oben durch eine Tür gegangen bin und dann kam ich dann im Endeffekt zu einem Astrainer und einer TM. Und mehr hast du nicht gemacht? Und weiter unten ist auch nur so ein Durchgang, wo der Drachenhaut drin ist. Okay. Also ich laufe ja hier mit dem Ding jetzt mit dem Itemradar rum und da war halt einfach
so vieles. Okay, ich bin gerade an einer Abzweigung, wo einfach 100 Millionen Wege sind. Nein! Boah, ich war fast runtergelatscht. So. Okay, ist mein Schutz ausgelaufen? Oder sind die Pokémon einfach so hoch vom Level, dem ich Schutz ausgelaufen? 35. Dann ist mein Schutz ausgelaufen, ohne dass ich mitbekommen habe. Ist hier oben noch was? Ich glaube, hier ist der normale Eingang. Genau, dann kann man hier bis ganz nach oben laufen. Da sind noch ein paar versteckte Items und dann kann man da in eine Höhle rein. Ganz oben rechts quasi. Und ganz hier oben rechts. Ah, und hier ist der Gang nochmal. Okay. Ich glaube, dann habe ich jetzt alles. Ich bin beim Ast-Trainer. Jo. Ich hoffe, da macht er nicht allzu viele Probleme. Als ob. Der hat, oh, der hat drei Pokémon. Beginnt mit Megalon. Das geht ja noch. Das heißt, du kannst zumindest kein Trikefalo haben. Ja, und ich kann vor allem mal der Pate draußen lassen. Ein Wunder ist geschehen. Ich gucke währenddessen mal unsere neu gefangenen Pokémon mal an. Tu das. So. Was haben wir denn alles Schönes jetzt? Da, Flampion war neu. Mit Übereifer. Boah. Bleibt das? Das weiß ich gerade gar nicht. Guck mal eben nach. Ich glaube nicht, der hat doch rohe Gewalt und... Hat er nicht sogar nur rohe Gewalt? Ich wollte kurz sagen. Ich glaube, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Gut, das auch nicht. Wie habe ich das bitte geschrieben? Flambibvian. Flambibvian. Fast. Er kann nur rohe Gewalt haben, ja. Das ist ja... Echt? Achso, das kann auch nur Übereifalls-Ding haben. Na gut, dann haben wir Captain Nippel. Ist kauzig. Renkelschmied gefunden. Yo! Und Samus trägt noch ein Helix-Fossil mit sich rum. Das hast du auch noch nicht gehabt, ne? Ich glaube, jetzt habe ich es zweimal. Wenn man den Ast-Trainer da runterjumpt, dann... Ach Gott, wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder am Eingang, ach so. Ja, jetzt erst links zu der ATM gehen müssen. Ja, die habe ich schon gesammelt. Was war das? Renkelschmied. Boah. Ist okay. Aber ja. Ich glaube, dann musst du nur noch nach unten da zu dem einen Durchgang rein, da liegt noch ein Item rum. Verteidigung ist plus, Angriff ist minus. Ja gut, ich wollte mit dir eh nur speziell angreifen. Und es hat Magnetfall als Fähigkeit. Und im Eingang, ach ja, ich sehe gerade schon. Ein Gefriermodul, yes! Plus eins. Okay, sollen wir nochmal Fossilien wiederbeleben gehen? Ja, dann lass uns das doch nochmal eben tun. Und, Was habe ich denn noch an Fossilien? Jetzt muss ich mal kurz durchschauen. Einmal kurz nochmal ordnen. Das ist nie... Ich muss es aber echt überlegen, was habe ich schon alles wiederbelebt? Ja, ich habe jetzt noch ein Schildfossil und ein Helixfossil und also ein Domfossil. Ja, das Problem ist, du hast weder Dom noch Helix bisher je geöffnet. Mhm. Was hast du bisher? Was hast du jetzt noch übrig? So. Wurzelfossil, Cloudfossil und Schildfossil. Tja, ich weiß leider nicht mehr, welche ich davon schon geöffnet habe. Ich glaube, Schild war das Ditto, ne? War nicht Panzer das Ditto? Oder war das Panzer? Das kann auch sein. Also ich glaube, Wurzel habe ich noch nicht geöffnet, oder? Also wir haben jetzt quasi jeder noch drei Fossilien. Ich würde sagen, wir beleben jetzt einfach alle drei in einer, keine Ahnung, in irgendeiner Lass Kombination doch, wieder. Also ich würde, komm, nehmen wir einfach erstmal Helix und Wurzel, okay? Moment, wir müssen ja sowieso erstmal Platz im Team machen, oder? Müssen wir direkt mitnehmen? Ja, ne? Komm, wir machen direkt drei Plätze frei und hauen einfach alles raus, was wir haben. Ja. So zum letzten, als letzte Amtshandlung in diesem Part noch. Genau. Und ich kann nochmal sagen, gut, dass wir doch noch einen zweiten Part angefangen haben. Das hat auch alles noch ein bisschen länger gedauert als geplant. Ja. So, eben einfach irgendjemand da lassen. Okay. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja nochmal was Geiles raus oder wir ziehen nur noch mehr Zongs. Ja. Gesundheit. Danke. Okay. Welches Fossil nehme ich jetzt als erstes? Ich würde sagen Wurzel und Helix, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann Wurzel und Helix. So. Bist du bereit? Yes. Ich habe einen Voltoball. Okay, und ich habe einen... Ein Arbok. Cool. Hast du auch einen Arbok, gut. Arbok und Voltoball, sehr schön. Okay, Name für Voltoball. Name für Arbok. Nenn es
Boom. Nenn deins mal Venom. Venom, okay. So. Die Werte können wir uns ja gleich angucken, wenn wir dann alle gemacht haben. Genau. Am PC, dann können die Leute es auch sehen. So. Und, gesagt, und jetzt glaube ich halt echt, habe ich alle anderen schon gemacht, aber ich würde mal Clown-Fossil nehmen jetzt. Dann nehme ich mein Dom-Fossil. Okay. So, hatte ich das schon? Ich habe einen Feuerriegel. Ich habe Drift-Zepeli, okay. Ich glaube, das war das, was ich sogar schon sie habe. Ja, gut. Du darfst ja einen Namen auch für ein weibliches Drift-Zepeli ausdenken. Da kannst du das ja Luni nennen. Ja, dann hast du da Luni. Und Feuerriegel? Luni und weibliches Feuerriegel sogar. Weibliches Feuerriegel? Ja. Das, nenn es. Amiibo, verratet mir etwas. Verratet mir etwas. Nenn es. Mir fallen immer nur männliche Sachen ein. Nenn es einfach Flavia. Okay. So, das Schildfossil. Ich meine, das hätte ich auch schon mal aufgemacht. Aber das ist halt eins, was ich noch habe. Mhm. Das wird ein Pikachu, genau, das war das. Ah, okay. Gut, bei mir Schildfossil wird zu Arbok. Ja, sehr gut. Okay, du darfst dir ein männliches Pikachu benennen. Nenn Sparky. Okay. Und Arbok? Weiblich nebenbei? Nenn es Jessie. Okay. Und damit meine ich jetzt natürlich, ja, du weißt schon. Mhm. So, gucken alle Fossilien. Mal, ja, gucken wir uns doch mal den PC mal eben noch an. Ich würde aber schon mal zur Liga fliegen. Okay. Kann ich zur Liga fliegen? Nein, ich habe mein Flug-Pokémon weggelegt. Ja, gleich wollte ich auch gerade sagen. Ich kann dann gucken wir uns die doch eben noch fix an. Wenn wir eh schon an den PC jetzt rein müssen. Ich freue mich, das könnte eine gute Umstellung geben für den nächsten Part. Ja, so, Voltoball. Robust mit Lärmschutz. Boah. Arbok mit Bedroher und Naiv. Ja, Bedroher ist schon mal ziemlich cool. Mhm. Ludi so, mit Hitzig und Entlastung. Und ui, das Feuerriegel ist mäßig. Boah. Das ist schick. Und ein mutiges Arbok. So, dann müssen wir wieder alle mitnehmen. Und noch eben zur Liga fliegen. Tja, Leute, dann gibt es eine fette Grundumstellung für den nächsten Part, denke ich mal. Mal gucken, wie viele wir rauspacken. Ich sag mal, zwei bleiben ja auf jeden Fall drin. Ja. Unser unsterbliches Duo und der Gott mit seinem Geist. So. Ich würde aber fast schon sagen. Ja. Wobei, wir gucken mal, wir gucken mal. Ich nehme jetzt erstmal wieder die Team, die wir jetzt quasi drin hatten. Mhm. Ja, habe ich jetzt auch erstmal gemacht. Und stehe ich jetzt vor dem Pokémon-Zeiter der Pokémon-Liga. So. Wenn wir das austauschen dauert gerade ein bisschen. Mhm. Müssen wir wieder noch sortieren. So. So. Okay. Gut, dann, Leute. Ich stehe auch wie Jan vor dem quasi Pokémon Center. Wir werfen nochmal einen letzten Blick auf unser Team, wie es jetzt ist. Arlong, der Partner, sehen. Eclair, Barnett, also Chucky und Son Goku sind das. Deswegen habe ich ja vorgelesen. Mhm. Sehr gut, bei mir Chick, Sauto, Bifarin Rod, Lonlon, Ice Baby und Wuingefrau. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal so machen. Leute, das war's. Bis dahin. Ciao.